Die Männer des Hohen Rates sind bereits vollständig. In der 9. Szene Verhör und Verleugnung, die heute auf der Wahler Theaterbühne geprobt wird, nehmen sie eine Schlüsselrolle ein. Sie sind es, die Jesus verhören und schließlich auch sein Todesurteil sprechen. Insgesamt 16 Szenen machen in diesem Jahr, dem 400. Jubiläumsjahr, das Wahler Gelübde lebendig. Die Passion 2023 soll eine Passion unserer Zeit sein. Den Zuschauer mitnehmen und für die Geschichte begeistern, so der Regisseur. Über allem steht die Frage, für wen haltet ihr mich? Wenn die Zuschauer diese Frage mit nach Hause nehmen und sich diese Frage für sich selber stellen, dann ist mein Ziel erreicht. Also die schon glauben, dass sie sich diese Frage neu stellen, die nicht glauben, die Frage zum ersten Mal stellen, Ergebnis offen, also ich will keinem eine Antwort aufdrängen, sondern die Zuschauer sollen einfach sich selber diese Frage stellen. Indes treffen immer mehr Wahler auf der Bühne ein. Fast die halbe Gemeinde nimmt an der Passion teil. Aber auch Neulinge aus dem Umland haben sich in diesem Jahr dazu gesellt. Jeder Einzelne natürlich in standesgemäßem Outfit. Insgesamt 200 Mitwirkende haben sich zum Ziel gesetzt, die Passion Christi den Menschen in zeitgemäßer Version näher zu bringen. Das schweißt zusammen und das ist an diesem Abend auch zu spüren. Also es ist diese unheimliche Gemeinschaft, die wir haben hier. Also ich bin, seit ich 4 Jahre alt bin, mit dabei. Also immer schon, die Familie war immer schon dabei, auch jetzt die Kinder sind dabei. Es ist einfach so ein Dazugehören. Also, und es gibt eine richtig schöne Gemeinschaft, wenn man dann hier sich trifft beim Umziehen. Also hier sitzt man zum Kaffee trinken, dann, wenn man Zeit hat, in der Pause. Diese ganze Probenzeit auch schon, wir sind im Chor schon seit Anfang September treffen wir uns. Und das macht unglaublich viel Spaß. So. Also herzlich willkommen, die am Montag nicht da waren. Same procedure wie jede Woche. Theater spielen ist mehr als bloß Text aufsagen und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen. So wirklich, wenn man das Publikum erreichen will, überzeugen will, dann muss man das leben, was man hier auf der Bühne ist. Aber nicht allein das ist eine große Herausforderung. Jede einzelne Rolle trägt im Idealfall auch dazu bei, Jesus greifbar zu machen. Für Jesusdarsteller Benedikt Hornung bedeutet die Rolle auch eine immerwährende Auseinandersetzung mit seiner Figur. Jeder, der ein Stück schreibt oder der eine Figur spielt, hat ja so die eigenen Gedanken. Ja, ist es der Jesus, der die Liebe predigt und sagt, hey, so müsst miteinander auskommen. In dem Stück kommt jetzt schon, ich würde sagen, sehr so ein provokanter Jesus raus, der so mal den Finger auch in die Wunde legt und sagt, hey, ja, was machen wir hier? Schaut mal bei euch selber, habt ihr da nicht auch ein Thema? Während bei dieser Freitagabendprobe lediglich Orgelspiel zu hören ist, soll bei den geplanten 20 Aufführungen auch die musikalische Begleitung dem 400-jährigen Jubiläum gerecht werden. Die Szenen, in denen natürlich Leid, Trauer, Tod im Vordergrund stehen, das sind Szenen, in denen doch deutlich alte Musik zum Einsatz kommt, auch zum Teil Musik mit lateinischem Text, mit lateinisch-griechischem Text, auch mit hebräischem Text. Und die Szenen, in denen wir dann zum Beispiel auch wieder in dieses Hoffnung kommen, also die Darstellung, Jesus ist ein Menschensohn, der kommt, um uns zu retten, oder Jesus zieht freudig in Jerusalem ein, da haben wir uns dann für Musik aus der Ehe, aus der Neuzeit entschieden. Alles auf Anfang, Probe, zweiter Teil. Es ist ja sogar Publikum anwesend. Gleich 3 Handlungsebenen sind in Verhör und Verleugnung zu sehen. Das sind die Frauen am Feuer im Gespräch mit Petrus. Ich schwöre euch! Die 2. Spielebene zeigt den Hohen Rat, der die Befragung der Zeugen durchführt. Er ist schuldig und muss sterben. Und schließlich Jesus selbst, der durch sein Handeln sein Schicksal besiegelt. Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Man tut, was man kann. Und wenn man die Überzeugung hat, dass das nicht einfach nur ein Theaterstück ist, sondern dass da
ja, Gott oder ein Heiliger Geist wirkt, dann kann man sagen, okay, der muss den Rest machen. Ja, was man jetzt so menschlich nicht zusammenbringt. Ja. Damit da was ankommt. Die Proben auf der Wahler Theaterbühne gehen indes weiter, bis es dann im Mai wieder heißt: Willkommen zur Passion 2023. Tickets gibt es im Internet unter passion-wahl.de.